Willkommen zurück zu Professor Plays Sachen aus dem Steam Autumn Festival. Heute steht Vampire's Dawn 3 an. Also ich habe es deshalb gesehen, weil ich damals, als ich noch in der Schule war, so ich glaube gegen 2002, Vampire's Dawn Teil 1 gespielt habe. Das Ganze ist ein RPG Maker. Ah, schön. Basiertes Rollenspiel. Also nicht wundern, wenn es euch ein bisschen altbacken vorkommt. Okay, when a human dies, heaven gives eternal peace to his soul. Ich glaube, Teil 1 war sogar tatsächlich aus Deutschland oder so. Aha, when a dies, his blood spirit suffers eternal pain. Das hört sich lieber, ne? In the Crimson Realm. Teil 2 habe ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr gespielt, weil das war ja noch in Entwicklung und dann habe ich das aus den Augen verloren. Es dürfte offensichtlich irgendwann einmal rausgekommen sein, ja. Allein, das ist doch die aus dem ersten Teil, oder? Asgard, ja, die kenne ich noch aus dem ersten Teil. Das sind zwei Vampire, wenig überraschend. Wer hätte das gedacht im Spiel, das Vampire's Dawn heißt? Vielleicht ist auch ein Rückblick da. Valna war, glaube ich, der dritte Charakter aus dem ersten Teil, oder? Was auch. Jetzt reichen meine Erinnerungen nicht mehr. Okay, sie müssten Leute Köpfe abschlagen. Okay, Vampire von Shadow Spirits possessed. Stone Tablet. Sehr grüner Stein. Asgard, war Asgard. So. Oder war Valna da ein Main Character? Oder ist das eine tiefe Geschichte? Sorry, das sagt euch allen genau gar nichts, mich interessiert das jetzt. Wer war? Okay, Valna ist tot, das ist doch eigentlich der absolute Hauptcharakter. Und ich dachte, Asgard stirbt am Ende vom ersten Teil. Hä? Ist das ein alternatives Ende vom ersten vielleicht? Oder vielleicht kommt er im zweiten auch wieder zurück. Okay, also Valna ist ein Vampirfürst. Plötzlich Asgard war der Vampirfürst. Valna war ein Krieger, der dann zum Vampir gemacht wurde am Anfang vom ersten Spiel. Okay. Ich kenne mich jetzt gerade auch selber nicht mehr aus, außer sich die beiden nicht. Man merkt, das sind Leute, die sich sehr lange kennen und sich deshalb nicht vertrauen. Und das ist... vielleicht ohnehin nur ein Traum. Ja. Ja. Ja, Valna kenne ich. Die Musik ist so laut. Asgard. Was? Ja. Ja, am Ende vom ersten Teil bekämpft sich dann die Party selber. Also...
Also ehrlich, hahaha, es ist mir so egal. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, was man hier sagt. Das ist alles die Story aus dem ersten Teil. Es verwirrt mich nur gerade. Ja. Never loved you. Ja, also Elaine ist zuerst die Partnerin von Asuka. Und das Good Ending ist, dass sich die beiden verbünden, und das Bad Ending ist, dass sich die beiden verbünden, so circa. Aha, die laute Musik hört auf. Ui. Verstehe nicht, warum Sound Abmischen so eine Sache ist. Und alle lieben Elaine. So. Und irgendwie passt da gerade gar nichts. Oh, die Zähne sind hell. Okay, irgendwelche Gefangenen. Ja, da werden keine Soldiers kommen. There is no escape, yeah. Ja. Aha, Cutscene Time extended. Okay, ja, Bier haben sich gestritten und den Krieg angefangen, ja. Okay, wir müssen das jetzt alles noch einmal durchspielen. Wunderbar. Suchen seit Jahrzehnten. Ich habe das Volume doch schon so gedrückt. Ja, tolle Schritte. Okay, die Maus tut auch was, das ist tröstlich. Ah, ein Schwammerl ist das, okay. Okay, Dark Magic, wait, what's this? Ein Gegner! Attack Shadow Creature. Genau, wenn ich richtig... Ich muss die Musik abdrehen, es ist mir einfach viel zu laut. So. Genau, Blut ist wichtig und Seelen saugt man auch.
Mag vielleicht etwas fad sein, aber ich halte das nicht aus, wie laut das ist. Das dürfte im Prequel sein, weil Level 75 wird man wohl nicht spielen die ganze Zeit. Ja. Tun schon ganz schön weh. Bloodsucking. Aber wir sind wohl voll im Bloodpoints, also bringt das gerade wohl eher weniger. Mein für RPG Maker ist das wieder ziemlich fancy. Also, du hast schon ordentlich Blood Points verbraucht. Ist das da die Höhle? Genau, jetzt haben wir einen Follower. Eine Mumie, wunderbar. Ein B. Warum muss man sich selber auswählen bei der Stance? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Casten wir also sie und die Mumie kann auch zaubern, oder? Ah ja, und dieses Spiel war extrem, extrem schwer. Das mit den Seelen war aber immer ein nicer Touch davon. Das Geräusch ist ordentlich mühsam. Oh nein, nicht. Wir müssen ja. Holen wir uns mal eine Runde Blut. Nein. Claw of Vengeance. Aha. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier was finden kann. Ohne Sound ist es auch nervig, aber... Settings... Ah ja. Ah, Leertaste. Gut.
erstes Spiel konnte man auch Silberminen betreiben, um seine Ökonomie auszubauen. Das fand ich schon ganz interessant. Oh. Menüsteuerung ist definitiv zu kompliziert. Hier findet man dann nicht so wirklich. Angeschaut. Okay, Klassiker RPG Maker halt. Auch wenn es per se besser ausschaut als das letzte, es sind doch 20 Jahre vergangen. Wir bringen Blut. Nuckeln wir mal. Schauen wir, was die Mumie so für sich macht. Okay, das ist wenig. Sind wir noch in der Defensive Stance hier? Vermutlich. Weil vorher haben wir definitiv mehr Schaden gemacht. Naja. Ja. Ah, ich kann nur einen haben. Ich hätte gedacht, ich kann meine ganze Party beschwören. Ja, ich würde gerade sagen. Ist mir das gerade zu blödes? Okay. Jaina's Blood Spirit, is that possible? Ist, das könnte vom zweiten Teil sein, oder? Is it really you? Set me free. Crimson Realm. Das ist auch schon Klischee. Ah, ist das dann für den zweiten Wahlner schon wieder erwecken müssen? Uiuiui. Ah ja, der Vorteil ist, man konnte dann tatsächlich als Fledermaus durch die Gegend fliegen. Irgendwas ist da.
Bla bla bla, manche können sich was. Es ist. Ich muss sagen, die RPG-Maker-Spiele müssten halt teilweise das Ganze besser machen als irgendwie 90er Jahre RPGs. Also. Ja, World Map, good old. Kann so ähnlich wie früher sein, hier kennt man sich natürlich nur genau gar nicht aus. Vermutlich gäbe es eine schöne Überlandmusik, die mir nur die Ohren zum Bluten bringen würde. Hiding Place. Ist immer gut, wenn sich wer hinstellt und sagt, ha, ich muss meinen Hiding Place finden. Sehr schöner Platz. Und wer haut das alles in die Truhen? Oh, unsere Schatzkammer. Weiß, was bringt denn das Silber, wenn man nirgendwo mal etwas kaufen kann? Hey, Minions. Marlena. Kann ja so viel tun hier. Nein. Okay, also sie muss neue Vampire machen. Pushen für Eternity hört sich cool an. Cooler Boden. Das ist die Statue von dem Typen, den wir im ersten Spiel umgebracht haben. Ja, naja, also. Okay, Asuka hat das Ganze gewonnen, bla bla bla, neue Vampire. Kommandoaktionen, ja. Ah, währenddessen komme ich nicht mehr ins Menü. Nichts ist schöner als eine Welt voll mit Vampiren. Hallo, haben Sie heute schon über Bluttrinken nachgedacht?
Talk, turn, transmute, take captive. Ich finde das lustig, dass die Effekte viel höhere Auflösung haben. Haben wir dann Vampir Großmütter, Vampir Bauern dabei? Okay, weiße Haare in der Zwischensequenz ist hier schwarz. Also was ich hauptsächlich interessant an dieser Serie finde, ist, dass sie die Möglichkeit gibt, halt sozusagen böse zu sein, eben wirklich den bösen Vampir raushängen zu lassen und so weiter und so fort. Was dann praktisch daraus gemacht wird, so, hier trinkt man nochmal eine Runde selber. Doch, ist durstig. Vampire Mage. Okay, jetzt haben wir eine volle Party, alles gut. The Holy Night. Ich glaube, diesen Kampf machen wir noch, dann habe ich genug. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir irgendwann einmal anhöre, wie die Story ausgeht. Aber es ist nicht mehr 2002. Und es ist mir einfach das Spiel ein bisschen zu clunky. Revenge Points, okay. Vor allem, wenn man vier Vampire braucht, um da zwei Menschen fertig zu machen. Ich weiß nicht. Das hört sich gut an. Den A lassen wir dabei blieben. Rennen wir das weg. Chaos Blow, das probieren wir erst mal. Hat ja das selbe wieder. Taunten wir hier die Gegner. Ja.
Na, heute halt also Vampir-Partys am besten können, eine Runde Blut saugen. Jetzt hätte ich nicht den anderen Spellcast. Nein, auf Morgas habe ich jetzt keine Lust. So, also wenn ihr into RPG Maker Spieler seid, schaut sie vielleicht mal an, wenn Vampire Storm gefällt, Vampire sein, Welt mit Dunkelheit überziehen, ahahaha, das geht ja alles sehr gut. Sonst sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Steam Autumn Festival noch. Bis bald.